Jungs, wir grillen heute Abend. Was sagst du da, Ma? Grillen sollen wir? Moment mal, heißt das, wir stehen selbst da und braten? Dann gibt's hohe Stichflammen, verbrannte Nasen, vergiss es, ich hab den ganzen Tag gearbeitet. Musst nur mal zuhören, Giftzwerg. Bei diesem Wetter stelle ich mich nicht in die heiße Küche. Also nochmal, heute Abend werden wir grillen. Und das ganz gemütlich. So wie das eine Mal, als Opa zu dich beim Feuer saß. Ach ja, das hatte ich schon wieder vergessen. Und Klaus noch mit dem Spiritus löschen wollte. Ich dachte wirklich, dass es Wasser war. Schön, das ist also abgemacht. Tut und Henki, macht ihr mal ein bisschen Platz da hinten im Garten, sodass wir heute Abend da sitzen Aber da können. Ist alles voll mit Autoreifen, Ma. Die Dinger sind geradezu Gold wert, Ma. Dann tauscht sie mal bei der Bank ein, denn heute Abend sitzen wir hinten im Garten. Verstanden? Wo ist eigentlich unser Grill? Oh, ich habe da neulich etwas gebraucht, um das Öl darin aufzufangen, Ma. Dann mach's gefälligst wieder schön sauber. Und ich, Ma? Was soll ich tun? Wir brauchen die Spieße, um das Fleisch raufzustecken. Such die mal zusammen und ich gehe das Fleisch holen. Bitte schön, 1,5 Kilo Gazellenfilet und noch ein schönes Grillen, meine Damen. Vielen Dank, Herr Pfannputten. Geben Sie mir mal 2 Kilo Kalbfleisch. Kalbfleisch? Das führe ich nicht mehr. Das ist mir zu gefährlich. Biester fressen Gras. Was ist denn daran gefährlich? Was sind Sie denn für ein Weichei? Ja, ich meine, dass man gegenwärtig die seltsamsten Dinge über Fleisch liest, mit all diesen Hormonen und schaurigen Krankheiten. Ich habe beschlossen, im Moment kein Schwein- und Rindfleisch mehr zu verkaufen. Und was haben Sie ihr verkauft? Das war ein herrliches, wundervolles, zartes Filet von der kleinen, flotten Gazelle. Von der was? Gazelle. Das ist so eine Art Hirsch. Ich habe eher exotische Tierarten im Angebot. Der Vogel Strauß ist im Moment sehr populär. Und natürlich die Berggämse. Das ist absolut sicheres Fleisch. Wenn ich Lust auf Berggämse habe, fahre ich in die Alpen, Pfannputten. Ich will 2 Kilo normales holländisches Kalbfleisch. Tut mir leid, das verkaufe ich doch nicht mehr. Kann ich Ihr Interesse wirklich nicht für ein herrlich zartes Stückchen Antilopenkeule oder Wiesentlende wecken? Und was soll das kosten? 20 Gulden das Kilo. 20? Haben Sie einen Triller unterm Pony? Dann soll Johnny irgendwas in der Stadt holen gehen. Guten Tag. Herr Pfannputten, wir haben heute Abend eine Grillparty. Haben Sie mir was Hübsches zur Seite gelegt? Ja, natürlich. Was halten Sie von einem schönen, zarten Stückchen Antilope? Oh, herrlich. Na, hören Sie mal, so komme ich doch hier nicht mit dem Wagen durch. Können Sie nicht mit Sie beiseite fahren? Nein, Hochverehrte, dann gefährde ich den Verkehr. Na, sagen Sie mal, was ist denn das für eine Art? Gehen Sie doch einfach drumrum oder überqueren Sie die Straße oder parken Sie ein Weilchen hier. Scheiße, Mensch, sind Sie egoistisch. Das musst du verstehen, hier kriegt man einen schweren Parkplatz. Trab an, Klaus. Also, das glaube ich ja nicht. Mann, ist das teuer, da wird man glatt zum Vegetarier. Fang nicht an durchzudrehen, Johnny. Ich fress kein Gras. Johnny, Klaus, beim Einkaufen? Ja, nur ein paar Kilo Kalbfleisch für die Grillfete heute Abend. Mama meinte, es wäre in der Stadt billiger, aber wenn ich mir das hier so ansehe, oh Mann. Ehrlich, das gibt's doch nicht. Was geben dir den Viechern hier eigentlich zu fressen? Kaviar? Was hast du für ein Glück, dass du mich kennst? Sag nichts, Karlchen. Du hast was anzubieten, nicht wahr? Du sagst es. Ich habe zufällig ein bisschen Fleisch, das ich zum Freundschaftspreis liefern kann. Ach ja, was denn? Schlachterfälle? Johnny, Spaßvogel. Ja, aber wie kommst du denn plötzlich an Fleisch? Letzte Woche waren es noch gebrauchte Akkus. Für dich gab's nur noch Akkus. Ach, die scheiß Akkus. Da ist für mich mittlerweile auch die Spannung etwas raus. Verstehst du, was ich meine? Akkus, Spannung. Na schön, aber was hat das eigentlich mit dem Fleisch auf sich? Ein Kumpel von mir hat mit Fleischtransporten zu tun und seit vorgestern hat er eine Ladung, die er nicht los wird. Tja, was soll ich mir darunter vorstellen? Hat er den Weg zum Schlachthof vergessen? Nein, das Fleisch kommt aus einem Dorf, wo sie irgendeine dumme Quarantäne haben. Und naja, er ist jetzt der Blöde Quarantäne? Dabei. Quarantäne? Du meinst, dass seine Krankheit kursiert? Nur unter dem Federvieh. Hat nichts mit Kalbfleisch zu tun. Tja, ich weiß nicht, Karlchen, klingt riskant. Du kriegst es für die Hälfte billiger als hier. Und Lieferung frei aus. Okay, gebongt, aber dann muss ich es auch heute Mittag schon haben. Kein Problem, das wird gemacht. Oh Mann, jetzt kapier ich's. Spannung, Akkus. Weißt du genau, dass es wirklich nur um das Federvieh geht, Karlchen? Hm? Psst. Hallo.
Brauchst du Fleisch? Hey, was suchst du? Hier ist die Fernbedienung. Nein, ich such die Fleischspieße fürs Grillen. Ich kann sie nirgendwo finden. Fleischspieße? Hey, haben den hab ich verloren. Die haben wir doch fürs Zelt genommen, als wir keine Heringe mehr hatten. Als wir keine Heringe mehr hatten? Die Dinger kann man nicht essen, die sind aus Eisen. Ich spreche von Zeltheringen, Dorftrottel. Die rappt man in den Boden. Sag mal, Johnny, du wolltest uns doch das Fleisch bringen. Wo ist es denn? Das wird gleich geliefert, Mama. Mach dir keine Sorgen. Ich muss es doch noch einlegen. Karlchen sagt, es wird heute Mittag geliefert. Karlchen? Hast du das Fleisch bei Karlchen gekauft? Karlchen kannst du vertrauen, der würde seinen eigenen Arsch als Schnitzel liefern. Dem traue ich gar nicht über den Weg. Du bist einfach krankhaft misstrauisch. Hm. Krankhaft? Ah, da sind sie. Das muss das Kalbfleisch sein. Das Kalbfleisch. Hey, wartet mal, wartet! Was? Hey, ein ganzer Ochse, Johnny. Wo ist nun das Kalbfleisch? Das ist das Kalbfleisch, Klaus. Ja, aber das passt nicht in den Kühlschrank. Liebes Kälbchen. Karlchen? Johnny. Hey, Karlchen, ist das ein Witz oder was? Ich hatte doch nach Kalbfleisch gefragt, Dummschädel. In Stücken. Sag mal, weißt du eigentlich, was sie hier gerade abgeladen haben? Ja, natürlich meinte ich totes Fleisch, du Idiot. Hätte ich das vielleicht noch dazu sagen müssen? Was? Hör mal zu, du Scheißbetrüger. Ich will jetzt auf der Stelle mein Geld zurück und du holst dieses blöde Vieh wieder ab. Ich gebe dir 20 Minuten. Hallo? Karlchen? Hallo? Hey, ist das Vieh immer noch da? Ich will inzwischen wirklich ein Stück Fleisch sehen. Na ja, ich habe gerade mit Karlchen telefoniert. Nicht Karlchen, du sollst Fleisch besorgen. Notfalls schneidest du dieses Kalb in Stücke. Aber ich will gleich 7 Fleischlappen auf meinem Küchentisch sehen, verstanden? Mit der flachen Hand, genau wie Zuckerwürfel für ein Pferd. Wie sollen das eigentlich schmecken? Was, Gras? Nee, das Kalb natürlich. Das hat so furchtbar dreckige Hufe. Naja, ich habe keinen großen Hunger. Johnny, das haben wir noch auf dem Speicher gefunden. Eine Luftdruckpistole. Damit wird's schon klappen. Ach Quatsch, das ist ein Fliegenkaliber. Damit legst du nicht mal ein Eichhörnchen um. Ja, genau, ist ganz easy. Glaube ich jedenfalls. Naja, es ist zwar ganz lustig, wenn man sich einen Nachmittag mal mit den Fans von FC Sonnenthal prügelt, aber ein Kalb legst du damit nicht um. Nie, niemals. Wir können's doch mal damit probieren. Du willst ein Kalb mit dem Bohrer platt machen? Was, wenn du falsch bohrst? Ein Kalb wird zum Schwein, wenn es verwundet ist. Überleg dir das mal. Wenn Case und Tut es erstmal ablenken, dann gehe ich hinten ran. Und wenn es dann im Gras ist und frisst, dann muss es nur seine Schinkenkeulen ausstrecken und du liegst auf der Intensivstation. Wenn du schon unbedingt bohren willst, dann bitte hiermit. Na, Johnny, kommt da noch was? Ich krieg langsam Hunger. Weg da, liebe Damen, wir stehen zwischen mir und dem Biest. Johnny, hör auf damit!
Okay, Sma hat mir befohlen, dass ich diesen Klops da niedermetzeln soll. Also geh bitte zur Seite, damit ich endlich losschneiden kann. Ach ja? Und das willst du wirklich machen? Das tut doch bestimmt furchtbar weh. Oh, mach dir keine Sorgen, Käs. Ich pass schon auf mich auf. Ich spreche von dem Kalb, okay? Wie willst du das denn machen? Na, ich fange mit den Ohren an, dann gibt's Kalbsohren. In den Kopf rein? Die Ohren sitzen doch nicht am Arsch. Und dann spritzt all das Blut raus und dann fällt's um und liegt im Schwimmbecken. Na toll. Schwimmbecken? Hast du das denn schon mal gemacht, Junge? Naja, ich habe sowas mal in einem Video gesehen. Also ich finde, du solltest das einem Fleischer überlassen. Die machen das berufsmäßig. Seit wann gibt's Fleischer, die Hausbesuche machen? Warte mal kurz, Fleischer hast du gesagt? Du denkst nicht an diesen Karlchen, oder? Nein, ich kenne zufällig einen Fleischer, einen richtigen Fleischer, einen professionellen. Ist er das? Ist das der Fleischer? Er sieht ganz und gar nicht wie ein Fleischer aus. Das kommt daher, weil er ein professioneller Killer ist. Sie nennen ihn nur noch den Fleischer. Hoppla, ein Killer? Ja, es muss für ihn doch ein Klacks sein, diese Fleischfabrik hinten im Garten umzubringen. Und was soll uns dieser Spaß dann kosten? Nichts, er ist mir noch was schuldig, weil ich ihm mal geholfen habe. Geholfen? Womit denn? Beim Trampen. Ich habe ihn mal beim Trampen mitgenommen. Und dafür ist er dir immer noch dankbar? Das hat ihn damals beeindruckt, als ich durch die Polizeibarrikade gefahren bin. Ma, was wird dieser Mann machen? Dafür sorgen, dass wir endlich grillen können, Mädel. Setz dich. Schön, dass du kurz Zeit hast, Fleischer. Nein, ich habe in einer Stunde ein Attentat vor, also mach es kurz. Ach, das ist doch ganz einfach. Du sollst ein Kalb kalt machen. Aha. Okay. Wie willst du es haben? Sniper, Drive-by oder Point-Blank? So, so. Bisschen eingebildet. Ah, das sind Fachausdrücke, Mama. Weißt du denn, was sie bedeuten? Ja, natürlich. Sniper ist von der Hecke aus. Drive-by aus dem Auto. Genau. Aber Point-Blank ist doch immer noch das Schönste. Ah. Ach ja, wirklich? Warum? Na ja, dann schwitzen sie Rotz und Wasser. Ja. Mama! Hey, du nimmst hier den verkehrten Aufkorn. Oh, ich könnte ihn auch manchmal auf den Mond schießen. Gehen wir mal schnell an die Arbeit. Na, los, 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 los. Nun, wen muss ich bearbeiten? Das da, den Fleischmops. Da kannst du nichts verkehrt machen. Das gescheckte Viech hier, das Kalb. Aber das ist ein Tier. Tier, Viech, meinetwegen sag, was du willst, aber halt dich langsam mal ran, wir haben Hunger, verstehst du? Als du von dem Vieh gesprochen hast, dachte ich, du sprichst von einer Person, so ein Vieh von einem Kerl oder so ähnlich. Nein, ich meinte das Vieh hier. Aber wo ist jetzt eigentlich das Problem, Fleischer? Ja, ich bin Vegetarier. Falls du noch mal eine Idee hast, Johnny... Er bringt alles und jeden um, aber bei so einem bescheuerten Kalb, da hat er plötzlich Probleme. Ich verstehe das nicht. Es laufen sehr seltsame Menschen auf dieser Welt rum, Junge. Ich fand sofort, dass er ein Scheusal ist. Weißt du warum? Menschen sind einfach schlecht. Darum habe ich damit nicht solche Probleme. Aber so ein Tier, das kann doch überhaupt nichts dafür. Nein. Hast du nicht gesagt, dass du zu Hause auch noch einen Hund hast? Ja. Und Fische und auch einige Brieftauben. Ach, weißt du, man muss schon noch nebenbei ein Hobby haben, denn in meinem Fach hat man nicht so viele Freunde. Sag mal, hattest du nicht um 8 eine Verabredung? Oh, danke, stimmt ja. Naja, dann gehe ich mal. Sonst finde ich keinen Parkplatz mehr. Was musst du eigentlich machen? Oh, diesmal ist es einfach. Ein Botschafter. Er wird sicher heute Abend in den Nachrichten kommen. Also dann. Weißt du was? Ich hab die Nase voll von diesem ganzen Grillzeug. Bring das Vieh hier weg, ich will es nicht mehr sehen. Aber essen wir denn heute Abend nichts mehr? Wir haben doch kein Fleisch. Wie willst du dann grillen? Bedank dich bei deinem Bruder. Der sollte fürs Fleisch sorgen. Ja, ja, bring mir das Vieh mal weg. Thank you.
Wohin bringen wir es denn jetzt, Johnny? Das Vieh hat mich einen Haufen Kohle gekostet. Ich verhökere es an einen Bauern für ein paar Schinkenlappen und danach gehen wir bei Karlchen vorbei. Mit dem muss ich reden. Und ihn 1 bis 2 Stunden unter Wasser stuken. Johnny, es mag nicht mehr laufen. Scheiße, das hätte ich wissen müssen. Die Akkus waren auch kacke. Johnny, Akkus halt an. Sinken. Das wird ihm schmecken, diesen Drecksack. Dieses stinkt hier. Mann, hör auf zu grunzen und schwing dich zurück in die Karre. Johnny, da läuft das blöde Vieh. Ja, dann hinterher, du Idiot. Volltrottel. Seht mal, Jungs. Echtes Gazellenfleisch aus Norwegen. Da ist angelegte Antilope und hier haben wir Berggemsen-Schaschlik. Alles wunderbar zart. Bleib mal stehen, schnell ein Foto. Und lächeln. Beeil dich doch, drück einfach drauf. Hey. Tja, ich weiß nicht, wo das Vieh abgeblieben ist, aber wir latschen jetzt hier schon eine gute halbe Stunde rum. Vielleicht ist es wieder zurück in seinen Stall. Klaus, das ist keine Brieftaube. Ich wette, die haben es auf der Autobahn inzwischen zum Matsch gefahren. Und was sagen wir nun zu Hause? Zu Tut und Käse? Hä? Dass es unglaublich glücklich ist, dass es wieder bei seiner Familie ist und dass Vati und Mutti es sehr herzlich empfangen haben und dass sie heute Abend eine Riesenfete feiern. Ist nicht wahr. Eine Fete? Davon hast du mir gar nichts erzählt. Habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Oh je. Haben wir eigentlich unseren Schlitten gelassen, Johnny? Der steht da um die Ecke. Gleich bei... Hey, sieh mal, Klaus. Also es ist nur wieder zu Hause bei all den anderen Kälbern? Ja, und sie feiern heute Abend ein großes Fest. Und sie grillen, glaube ich, auch. Opa, was ist denn mit dem passiert? Irgendwie sind da die ganzen Speichen verschwunden. Das sind Speichen. Speichen? Sag mal, Spaßvogel, du solltest doch die Fleischspieße suchen. Ja, aber ich habe sie nicht gefunden. Naja, das funktioniert auch wunderbar. Dann essen wir mal, ich habe Hunger. Sag, Johnny, was sagtest du nochmal, wo das Fleisch hier ist? Du bist doch nicht etwa doch heimlich über das Kalb drüber gefahren, oder? Nein, ehrlich, Käse, das ist ein Schwein, das sich beim Suhlen verirrt hat. Naja, es schmeckt zumindest gut. Das ist nun normales holländisches Fleisch. Und nicht das verrückte Zoofutter, das der Van Putten mir heute Morgen anbringen wollte.